So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Diamant, die Nassel. Wir sind beim letzten Mal hier mit den ersten zwei Mitgliedern der Top 4 fertig geworden und jetzt geht's natürlich weiter nach oben. So, den erkennen wir ja schon. Puh, lasse ich Doc Brown vorn oder nicht? Jetzt langsam kommt es nämlich in den Bereich, dass es gefährlich für Doc Brown wird, aber komm. Schafft. Hey, Trainer. Ich konnte es kaum erwarten, bis du endlich hier auftauchst. Ich hörte, was du in Sonnewick mit Faulkner gemacht hast. Du hast sein Feuer für Kämpfe wieder entfacht. Daher brenne ich auf vor Freude, dir endlich meine in einem Kampf zu begegnen. Gut, dass der so wenig Text hat. War das überhaupt die richtige Stimme? Ich habe keine Ahnung mehr. Dentoxa. Pflanzen-Pokémon. Zumindest mal irgendwas, das wir mit Sicherheit bestimmen können. Aber ich glaube sogar Pflanze. Nee, nur Pflanze. Nur Pflanze. Sollte aber mit dem Fokusstoß trotzdem einen ordentlichen Schaden anrichten. Das Vieh hat keine so hohe Verteidigung und nur einen hohen Angriff, keinen Spezialangriff. Das heißt, eigentlich ist es ungefährlich. Ja, und mit dem Volltreffer ist es erst recht ungefährlich, weil es besiegt ist. So, als nächstes wird Bummels eingesetzt. Bummels. Jetzt habe ich die letzte Generation im Kopf, nicht die hier. Da war es nämlich Gestein. Das heißt, da hätten wir es fertig machen können. Jetzt sollte es aber als Basis-Pokémon nicht so hohe Werte haben. Daher, denke ich mal, kriegen wir das auch kaputt. Auch wenn es Level 61 ist. Ja, 61 ist gefährlich. Ist schon eine Nummer höher als ein normales. Oh Gott. Silberhaupt, Käfer-Pokémon. Oh Gott, jetzt holt er die Käfer raus. Der erste hat es angedroht und der dritte führt es aus. Okay, vielleicht auch nicht. Bisschen schwächer, als ich mitgerechnet habe. So, das ist nicht so effektiv, ist aber egal, weil wir ja den Metronom haben. Das heißt, unsere Angriffe werden eh kontinuierlich stärker. Wingull, dem sind wir auch schon begegnet. Ich weiß aber ums Verrecken nicht mehr, was es für ein Typ hatte. Also in der letzten Generation war es Drache. Mal gucken, was es hier ist. Vielleicht ist es ja wirklich Wasser, dann haben wir Glück. Es ist nicht Wasser, aber es ist tot. Das ist auch okay. Völlig legitim. Tod ist tot. Sichlor. Ja, das machen wir jetzt hier alles mit Doc Brown, ne? Der wird ja eh jede Runde besser, von daher... Oh, Sichlor sieht cool aus hier in der Generation. Das muss man wirklich sagen. Es sieht zum Kampf bereit aus. Die Frage ist halt bloß über... Ist selber eine Pflanze. Gut, vergesst den Metronom. Die Attacke ist hinfällig. Die bringt gar nichts. Da komme ich wahrscheinlich mit dem Fokusstoß mit ein bisschen mehr Schaden dran. Ja, besiegt. Sehr effektiv sogar. Sehr schön. Ja, Doc Brown macht jetzt den im Alleingang. Wozu irgendwen anders in Gefahr bringen? Konofensa, komm. Also, die stärksten der starken Pokémon. Und Konofensa. Ich kann deine Entschlossenheit... Ich kann deine Entschlossenheit fühlen. Da willst du überwältigen. Das Konofensa hat doch eh keine Chance. Also, das sieht auch schon so aus, als würde es weglaufen wollen. Zauberblatt. Ach, du bist auch eine Pflanze. Ja, bringt dir bloß nichts. Die Situation spitzt sich zu. Ich bin gespannt wie ein Flitzeburg. Ja, ist nicht so schlimm. Ich muss eh nächste Runde, also hier nach, mal eine Beere an Doc Brown verfüttern. Aber wir kommen mit den AP relativ gut hin, muss ich sagen. Also bis jetzt sind wir nicht im Mangel. Okay, ich bin auch ein bisschen sparsam, aber...
So, das war's. Kampf ist vorbei. Doc Brown hat's geleistet und ich habe noch überlegt, ob ich ihn vorne lassen soll. Leute, ich habe überlegt, ob ich ihn vorne lasse. Natürlich lasse ich ihn vorne. Der macht den einfach platt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe dich zwar nicht belächelt, aber ich bin nicht eine Sekunde davon ausgegangen, verlieren zu können. Das ist schon fantastisch. Du und deine Pokémon seid richtig inspirierend. Auf, ich glaube, ich habe mir die Augenbrauen versenkt. Wozu? An meinem Pflanzendingsbumsball da. Energieball. So, Doc Brown natürlich jetzt erstmal wieder heilen. Und wo sind meine Bären? Hier sind meine. Nee, nicht Brunos. Honago. Einsetzen. So, Energieball wieder voll. Oder ist voll? Es müsste voll sein. Direkt weiter hier, gar nicht Pause machen. Habe ich eigentlich die Top-Genesung benutzt? Ja, ne? Ja. Immer nachgucken. Ah, gutes Timing. Ich habe gerade ein Buch beendet. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Lucian. Ich bevorzuge Psycho-Pokémon. Ich muss schon sagen, ich bin ganz angetan von dir. Dass du es so weit geschafft hast, beweist mir einiges. Man sagt, ich wäre der härteste der Top 4. Du siehst, für mich gilt es, einen Ruf zu verteidigen. Ich werde gegen dich also Vollgas geben müssen. Ja, mach mal. Also das ist jetzt schon irgendwo beleidigend. Ich werde gegen dich Vollgas geben müssen. Los, Hobelupf. Obwohl, das Vieh konnte, glaube ich, in der Generation was, ne? Ich weiß aber nicht mehr, was für ein Typ. Ich hoffe, ich habe so Pflanze im Hinterkopf, also dass es wirklich Pflanze war, aber ich greife trotzdem erstmal mit dem Energieball an, da fühle ich mich doch irgendwie sicherer. Gerade auch wegen den AP und der Trefferrate. Und vergiss, was ich gesagt habe. Es war keine Pflanze, es war bloß tot. Unwichtig. Kamerup. Gestein? Das ist jetzt Raten ins Blaue. Ich meine, wir wären schon mal einem begegnet, aber ich habe den Typ nicht mehr im Kopf. Stirb einfach. Tu uns den Gefallen, stirb, dann sind wir dich los. Ah, nicht ganz. Ach, Wasser, Hydropumpe. Ja, ist auch okay, weil wir sind ja eine Pflanze. Als Pflanze macht uns das nichts. Oder zumindest nicht so viel. Dementsprechend wird der Energieball die ganze Sache jetzt auch beenden. Leute, es... So im Nachhinein finde ich es fast schon schade, so viel trainiert zu haben. Es nimmt einem doch etwas die Spannung raus. Der erste Kampf war für uns eigentlich der schwierigste bisher, oder? Also ich fand den ersten deutlich schwieriger als bis jetzt alles andere. Bamelin, das war glaube ich eine Pflanze. Was ich heute wieder alles Pflanzen-Pokémon zuschreibe. Aber ich glaube, das war wirklich eine Pflanze mit Hagelalarm. Blödes Hageln. Aber ich bleibe jetzt trotzdem dabei, weil ich halt durch den Metronom immer stärker werde, je öfter die Attacke in Folge eingesetzt wird. Und es scheint ja zu funktionieren. War vielleicht auch keine Pflanze. Sag mal, warum denke ich heute von allem, dass es Pflanzen sind, wenn es keine sind? Wenn jetzt noch ein Tentoxa kommt, dann weiß ich, es ist keine Pflanze. Oh Gott. Ja, Glutexo. Zwei sind noch übrig. Oh. Dann haben wir mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ja. Wenn jetzt nur zwei Pokémon übrig sind, wir haben noch nicht einmal getauscht, dann ist irgendwas falsch. Glutexo weiß ein Typ, ich ist mir auch egal. Also langsam ist mir das alles egal. Ja, ihr merkt ja warum. Glutexo, tot. Letztes Pokémon, wenn das nicht ein ausgewiesenes Feuer-Pokémon ist, dann bleibe ich einfach dabei und puste das auf einen Schlag weg. Anorith. Geist? Geist. Ich habe eh keine...
keine Attacken, die gegen das Vieh wirken, also sehr effektiv sind. Du bist einfach nur ein Geist. Ich glaube sogar Geist Gestein. Bin mir gerade nicht sicher, aber Geist ist es auf jeden Fall. Und das bedeutet, Energieball sollte eigentlich normal bis sehr effektiv sein. Von daher... Zwei Hits tot, ein Hit tot. So wie das gerade sich bewegt, ein Hit tot. Tot. Doc Brown hat's mal wieder geschafft. Ich verstehe. Deine drei Siege zuvor waren kein Zufall. Deine Stärke ist real. Einmal hin, alles drin. Glückwunsch. Du hast die Top 4 geschlagen. Das heißt aber nicht, dass du mit der Pokémon-Liga fertig bist. Da gibt es noch den Champ. Sei gewarnt, unser Champ ist viel stärker als die Top 4. Na dann, geh durch diese Tür, um den letzten Kampf zu bestreiten. Ja, werde ich tun, aber ich werde vorher mal wieder heilen. Ihr wisst ja, 62 ist, glaube ich, das Niedrigste, was er einsetzt. Das Höchste ist 66. Von daher bin ich natürlich darauf vorbereitet, jetzt nochmal alles zu geben. Also Doc Brown braucht auf jeden Fall den Energieball. Da gibt es keinen Zweifel. Jetzt gucke ich mal, ob die anderen von den AP noch relativ gut stehen. 3 von 5 reicht. 4 von 5 reicht. 9 von 15 und 9 von 10 und 14 von 15 reichen auch. 9 von 10 und 14 von 15, das passt alles. Ja. Keine Chance. Leute, Champ. Den machen wir heute noch. Komm, durch die Tür, jetzt läuft automatisch. Wie hältst du dich? Danke für alles am Kraterberg. Ich bin dir äußerst dankbar. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Auch die härtesten waren für euch kein Problem. Das bedeutet, dass du auch über deine eigenen Schwächen triumphiert hast. Die Fähigkeiten, die du erlernt hast, ich spüre förmlich deine Ausstrahlung. Doch genug geredet. Lass uns kämpfen. Deshalb bist du doch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich hiermit deine Herausforderung an. Ja, Pinuskara, Bodentyp, Bodengifttyp, glaube ich hier drin sogar wirklich. Gift ist natürlich nicht gerade von Vorteil, aber Boden ist von Vorteil, denn da sollte der Energieball sehr effektiv drauf sein. Ich hoffe mal, ich irre mich nicht. Nicht sehr effektiv, oh, nur Gift. Oh Gott, eine Käferattacke, oder? Nee. Ist egal. Ist egal, was es ist. So, Energieball. Nummer 1 schon mal weg. Das erste Pokémon von uns hat schon mal seine Schuldigkeit getan. Es hat 1 besiegt. Was will man mehr? Evoltech. War, glaube ich, hier drin auch Gestein. Ich erinnere mich an Electek, das Gestein war. Oder Boden. Dementsprechend auch kein Problem für uns. Und sogar nur Level 60. Oh Gott, wir werden hier schwächer statt stärker. Ich rechne ja jetzt jede Sekunde mit dem Level 66er, der uns hier die Hölle heiß macht. Aber bis jetzt alles kein Problem. Snubbull. Sind wir, glaube ich, begegnet, habe ich aber keine Ahnung mehr vom Typ. Dementsprechend lasse ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise ich glaube, wir waren einem Granbull begegnet. Ist aber auch egal, weil Snubbull ist ein Basis-Pokémon. Keine hohen Werte, sollte eigentlich ein Schlag tot sein. Okay, 2 Schlag tot. Es springt hoch. Okay, unterbricht damit unsere schöne Energieball-Folge und wird ziemlich viel Schaden anrichten mit der Sprungfeder. Ich glaube, danach tausche ich mal aus. Leute! Nee.
Das lasse ich nicht mit mir machen. Top-Genesung. Ihr habt auch die Luft angehalten, oder? Das Basis-Pokémon uns hier halb umbringt. Ja, das siehst du jetzt auch Top-Genesung ein, das ist klar. So, Fokusstoß. Hau das Vieh weg. Das hat jetzt keine Lebensberechtigung mehr nach so einer Aktion. Das ist tot. Und auch nicht sehr effektiv, ist egal. Das ist tot. Tentoxa. Komm, dafür tausche ich jetzt. Weil wir ja bei Tentoxa wissen, dass ich damit Feuer eigentlich sofort töte. Das heißt aber, dann bleiben nur noch zwei Pokémon übrig. Ich hoffe, das ist das 66er. Es ist es. Geil, Leute, geil. Besser kann es für uns nicht mehr laufen. Hätte ich das vorher gewusst, dass das Level 66er Tentoxa ist. Ich hätte nicht so viel trainiert. Aber dann hätte wahrscheinlich das mit der Sprungfeder eben zum Tod geführt. Also, ist schon ganz gut. Ja, Loki hat die Sache geklärt. Ab jetzt gibt es ja eigentlich keine Gefahren mehr, oder? Gibt es noch irgendwas, das uns Problem bereiten kann? Ist das euer Ernst? Ich meine, wirklich, ne? Komm, ich möchte mit Freund irgendwas geleistet haben. Er ist nicht 65, damit er bloß dasteht. Er soll irgendwas machen. Ich meine, Nidorina. Das ist jetzt auch keine Gefahr mehr. Das ist Deko. Aber zur Sicherheit schlaf, Bruder. Ihr wisst, ich gehe, was Freund angeht, immer auf Nummer sicher und Freund ist ja auch unsere Notfallwaffe. Gerade durch das Einschläfern und dann einfach mit dem Holzhammer draufkloppen. Ach, das Vieh wird schneller, während es schläft. Sehr schön. So. Einmal voll mit dem Holzhammer über die Rübe. Wenn das jetzt nicht tötet, ne? Furchtbar. Aber jetzt kommt garantiert die Top-Genesung. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mit Freund nicht trainiert habe, ne? Ein so ein Holzhammer zerlegt uns. Strauchler, komm. Ja, war klar, dass jetzt die Top-Genesung kommt. Ich werde wahrscheinlich auch gleich austauschen müssen. Bisschen doof, da ich nicht weiß, was es für ein Typ hat. Ah, Straubler zieht aber auch ordentlich gut. War jetzt auch ein Volltreffer. Wenn es Eis ist, habe ich jetzt halt ein Problem. Komm, Overkill. Ja, Freund hat mal wieder bewiesen, dass er eigentlich nur als Ersatzmann gut ist. Drachentanz. Wir sind also ein Drache, ja? Kacke. Egal, komm. Drachenhut, perfekt. Besseren Drachenangriff kann er sich nicht aussuchen. Macht nur 40 Schaden. Oder wahrscheinlich wird er den Draco-Meteor nicht überleben. Also, eher, das ist ein Nidorina, es ist eine Sieg. Also, Nidorina ist jetzt erledigt. Als Drachen-Pokémon kann man einen Draco-Meteor eigentlich nicht überstehen. Und gerade von Overkill nicht. Irgendeine Nachbarin parfümiert sich hier gerade so ein, dass es zu mir rüberzieht. Riecht doch mal nicht schlecht. Und jetzt einen wohin genau mit Lippenstift. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so in die Ecke gedrängt worden zu sein. So, Drachenklaue, das war's jetzt am besten. Ich hoffe, es war's. Nee, es überlebt noch. Es hat noch einen Spukball drauf. Das ist aber jetzt wahrscheinlich der letzte Angriff, den es einsetzen kann. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe zu viel Spaß, um vorzeitig aufzugeben. Ja, aber jetzt ist es vorbei. Niemand besiegt Overkill.
Ich hab das nicht umsonst so hoch trainiert. Leute, Champ besiegt. Vor ein paar Minuten warst du nur der stärkste Herausforderer und jetzt bist du bereits der stärkste aller Trainer. Du bist unser neuer Champ. Ja, Leute, wir sind Champ. Das war ausgezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt. Toll. Du hast sie mit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden dir eine ideale Kombination. Deine Pokémon können mit dir an der Seite alle Hindernisse überwinden. Diesen Eindruck habe ich bei unserem Kampf gewonnen. Ich bin stolz, bei der Krönung eines neuen Champs von Sinnoh dabei zu sein. Komm, nimm den Aufzug. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Und wisst ihr, was das Problem ist? Ja, wir haben Enzo nicht dabei. Das heißt, wir müssen dann gucken, wie wir fliegen können. Wenn wir wieder in unserer Startstadt rauskommen. Ich habe gerade den Namen unserer Startstadt vergessen. Der Raum dort drüben ist die Ruhmeshalle. Wolf, dein letzter Kampf war vorzüglich. Oh, guten Tag, Professor Eibe. Ein Kind, das ich... dem ich das Pokédex-Projekt anvertraut habe, kommt so weit. Da ist doch selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhms werden möchte. Wolf, ich sollte dich nicht mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder ihren Forschungen bringen, nicht wahr? Wolf, hier entlang bitte. Komm, Professor Eibe, kommen Sie bitte auch mit. Ja, ja, immer die Professoren, die die Jugend genießen und die Leute mit ihren Pokébällen spielen lassen. Ja. So ist das, Leute. Das ist die Pokémon-Welt. Lange ist es her, dass ich selbst diesen Raum betreten habe. Zuletzt war ich in diesem Raum, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Wolf, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerung... Oder hier, ver, ja, hier verewigst du die Erinnerung an eure bisherigen Abenteuer. Wir werden eure Namen nun eintragen. Deinen und die deiner Pokémon. Vergiss nicht, deine Pokémon sind deine Partner. Zusammen seid ihr in zahlreichen Kämpfen zu dem herangewachsen, was ihr seid. Die Maschine nimmt einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaft vor. Ja, eigentlich in zahllosen. Also das war ja... Ich kann es nicht mehr zählen. So viel, wie wir da trainiert haben. Willkommen in der Ruhmeshalle, Doc Brown, Dialga-Level 61, Ort Speersäule. Luki, Elektroball, Level 64, Ort Verwüsteter Pfad. Nebel, Aquana, Level 64, Ort Windkraftwerk. Overkill, Level 65, Ort Route 215. Chris, Gengar, Level 60, Ort Route 205. Ruhmeshalle, Tentoxa, Level 65, Ort Alte Villa. Und da sind wir nochmal mit allen. Leute, alle. Das war's, wir haben es geschafft. Ja, wir speichern. Das muss gespeichert werden. Oder das muss vor allen Dingen gefeiert werden. Ach, Leute, wir haben es geschafft. Ah, es war eine lange Reise. Ich werde natürlich noch weitermachen. Also das ist jetzt nicht der letzte Part. Vor allen Dingen, die Credits laufen jetzt rechts durch und kommen erst dann links an. Das ist natürlich, wenn man normal DS hat, ganz normal. Aber hier natürlich jetzt nicht von Krönung. Ich kann aber trotzdem schon ein bisschen resümieren. Da wird der Part halt ein bisschen länger, macht ja nichts. Also, war eine ganz, ganz tolle Generation. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War aber für meinen Geschmack ein bisschen langwierig. Gerade manche Passagen haben doch sehr, sehr viel Training erfordert. Und wenn ich das Spiel normal gespielt hätte, wäre das Training auch vonnöten gewesen. Hier hat der Randomizer halt auch gerne mal ein paar schwächere Pokémon dazugepackt, was das Ganze ein bisschen einfacher gemacht hat.
Die ROM an sich war aber nicht so wie andere ROMs, weshalb da ein paar Fehler entstanden sind, zum Beispiel beim Randomizen. Das hat das Ganze ein bisschen unschön gemacht. Also ich hätte gerne wirklich dieses Area Mapping gehabt. Jedes Pokémon wird einfach zufällig durch ein anderes ersetzt und nicht, dass jedes Pokémon wirklich exakt durch eins ersetzt wird. Das fand ich ein bisschen doof. Aber es war trotzdem sehr, sehr lustig. Wir hatten viele schöne Erlebnisse und ich... Gerade jetzt eben ist mir nochmal das Herz stehen geblieben, als da die Sprungfederattacke kam. Ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt hier so viel geschafft wurde. Also wir haben es endlich geschafft. Wir haben die Pokémon-Liga besiegt. Jetzt gibt es noch diese Areale oben, die wir erkunden werden. Ich würde mal sagen, jedem Areal bieten wir jetzt noch einen Part. Und dann gibt es noch Blau, der da oben irgendwo rumgammelt. Ja, Blau! Und den kann ich am Wochenende herausfordern. Dementsprechend wird es sogar ganz gut passen. Wir haben jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und am Samstag können wir ihn dann gleich noch mit herausfordern. Das würde also perfekt passen. Und ich habe jetzt schon Angst vor dem Ende. Weil ich weiß genau, dann muss ich meine Pokémon wieder begraben. Und wir haben doch schon so viel zusammen erlebt jetzt. Leute, das ist unglaublich. Und ihr wart immer mit dabei. Das freut mich. Also danke an alle, die auch die Trainingsparts gucken, die mit Werbung geguckt haben, damit sie mich unterstützen. Ich finde es immer schade, dass das Projekt hier im Vergleich zu Pokémon Trading Card Game immer etwas, ja, doch ein wenig Zuschauer abbekommt. Also das ist dann mit so im Schnitt 20 Zuschauern abgespeist. Und ja, ist immer schade. Aber trotzdem danke für all diejenigen, die das hier gefeiert haben. Für euch mache ich das ja. Ich mache das ja für euch, die daran Spaß haben, die das sehen wollen. Und wer es nicht sehen will, der soll es einfach lassen, seien wir mal ehrlich. Der hat es gar nicht verdient, hier so einen Spaß zu haben. So, das ist mal gesagt. Das hier ist nämlich richtig schön gewesen. Wir hatten viel Spaß mit den Pokémon, mit den Arenen. Ich hoffe, meine verstellten Stimmen waren nicht zu unerträglich. Wie gesagt, es geht ja noch weiter. Aber den Abspann nutze ich ja immer zum Resümieren. Und deswegen mache ich das halt jetzt schon. Wir haben sehr, sehr viele Tote. Sehr, sehr viele Tote gehabt. Denen ich natürlich dann am Ende nochmal... Naja, so viele Tote waren es eigentlich gar nicht. Aber wir hatten schon einen ganzen Haufen. Denen werde ich am Ende nochmal die letzte Ehre geben. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich erzählen soll. Es war halt eine Pokémon-Generation, ja. Die wie immer sehr, sehr schön war und... Das war jetzt die zweite Pokémon-Generation, bei der ich die Nuzlocke komplett alleine gemacht habe. Bei den Generationen Blau und, also 1 und 2, Blau und Gold, hatte ich ja bis jetzt immer eigentlich einen Co. mit dabei. Zumindest am Anfang, der dann gegen Ende zu, ja, zu unzuverlässig war und ich ihn rausschmeißen musste, damit überhaupt das Projekt weitergeht. Von daher, ne, kam das hier eigentlich immer und da hinten sieht man schon die Lichter der Häuser rechts oben jetzt. Wir kommen gleich an. Ich sag mal, mit dem Fahrrad heimfährt, der könnte auch einfach wieder rausgehen, könnte sich da ein Endhorn holen und könnte hinfliegen. Ende, ja. Es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Weil das Projekt geht ja noch weiter. So ist es ja nicht. Wir sind ja noch nicht ganz durch. Also ein bisschen was müsst ihr noch ertragen. Der Ablöser von diesem Spiel wird übrigens sein... Pokémon Revolution Online fürs Erste. Also hier wird nicht direkt eine Nuzlocke nachfolgen. Ich möchte zumindest die Kanto-Region von Revolution Online erstmal ins Hauptprogramm aufnehmen und das wird dann halt Diamant ablösen. Fürs Erste. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, weil ich versuche ja zumindest was für den Großteil von euch zu machen. Aber keine Sorge. Die nächste Nuzlocke kommt. Auf jeden Fall. Da braucht ihr überhaupt keine Angst zu haben. Also Leute, ihr lasst mir jetzt erstmal ein super nettes Kommentar, einen Daumen nach oben, entschuldigt den langen Part und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Denn es geht ja noch weiter. Immer dran denken. Bis dann, euer Wolf.